Hallo, ihr Lieben. Ja, nur noch ein paar Tage und dann ist Heiligabend und ja, jetzt wird es Zeit für Geschenke, die man wirklich ganz schnell machen kann. Ja, sozusagen, ja, quick und ja, einfach. Und heute möchte ich mit euch, wie ihr in der Vorschau schon gesehen habt, so einen Teddy machen. Davon gibt es schon einige Videos bei YouTube, aber ich finde ihn trotzdem total süß und deswegen dachte ich mir, den nehme ich auf jeden Fall auch mit rein. Und was ihr braucht, ist auch ganz wenig. Ihr könnt ein Handtuch nehmen, das nehmt ihr in der Größe eurer Wahl. Ich habe jetzt hier so ein Gästehandtuch. Dann braucht ihr drei Gummibänder und ihr seht, meine sind jetzt farblich. Ihr könnt natürlich welche nehmen, die keine Farbe haben, das wäre natürlich das Beste. Oder ihr nehmt welche, die die gleiche Farbe haben wie das Handtuch. Ich hatte leider keine lilanen, deswegen habe ich hier solche blauen genommen. Das sieht man später nicht mehr und die finde ich passen schon ganz gut mit dem Handtuch zusammen und deswegen geht das. Ja, und wie es geht, zeige ich euch. Das ist wirklich super schnell und einfach gemacht. Und als erstes klappt ihr euch euer Handtuch auf und guckt jetzt, dass ihr dieses Teil hier auf jeden Fall nach innen packt. Und dann klappt ihr es um, so dass ihr ein Drittel von dem Handtuch eingeschlagen habt. Und das könnt ihr kontrollieren, indem ihr das hier umklappt. Und wenn es dann übereinander passt, dann habt ihr ein Drittel. Dann klappt ihr das wieder zurück und fangt an, hier auf dieser Seite euer Handtuch einzurollen und zwar bis zur Mitte. Und auch das könnt ihr euch wieder an dem Teil hier ganz gut dran orientieren. Wenn ihr etwa die Mitte von dem Teil habt, dann habt ihr auch die Mitte vom Handtuch. Und dann halte ich das hier mit den Unterarmen ein bisschen fest und fange von der Seite an, hier zu rollen und mache das gleiche wieder, also roll wieder bis zur Mitte. Und jetzt habe ich es hier oben weich und ja, schlaksig, weil hier ist es ja quasi doppelt gelegt und hier einfach. Und da halte ich es jetzt fest und dann drehe ich es einmal und klappe das um. Und dadurch bilden sich jetzt quasi die Arme und der Kopf. Und hier drehe ich das Ganze jetzt ein bisschen nach außen. Hier unten bilden sich jetzt die Beine und oben, wie gesagt, hier das Pulloverchen und die Arme. Und ungefähr so, ja, so dieses Stück hier. Hier, ich orientiere mich jetzt hier einfach an dem Genähten, aber ungefähr so ein Stück nehmt ihr euch jetzt das breite Gummiband und schlagt das hier dreimal drumrum, dass es schon ganz fest sitzt. Und dadurch habt ihr jetzt den Kopf gebildet und jetzt könnt ihr hier noch mal so ein bisschen nach außen drehen und dadurch bildet sich dann noch mal ein bisschen mehr das Gesicht und vor allem bildet ihr jetzt die Ohren und dafür nehmt ihr euch eure beiden kleineren Gummis und dreht die auch, ich mache es auch immer dreimal hier rum und passt auf, dass die auch relativ gut übereinander liegen. Wenn die nicht so schön übereinander liegen, dann sieht das nachher nicht so schön aus. Und das mache ich auch auf der anderen Seite, auch wieder dreimal und gucke halt immer, dass die in etwa auf der gleichen Höhe liegen. So, fummel mir die dann eventuell noch ein bisschen zurecht. Jetzt könnt ihr auch hier den Kopf noch ein bisschen euch zurechtformen und vielleicht hier an dem Gummiband noch mal ein bisschen was verstellen, so, bis euch das eben gut gefällt. Und dann schnappt ihr euch euer Bändchen und macht eine Schleife, also einen Knoten und eine Schleife. Ich mache jetzt hier erstmal einen Knoten rein. Zack. Und jetzt mache ich das hier so ein bisschen an die Seite, weil ich das immer ganz süß finde. Und jetzt nehme ich dieses hier und klappe es so, dass die schöne Seite mich anguckt. Gehe von unten so rum. Und auch hier schiebe ich jetzt das Teil hier durch, dass ich die schöne Seite außen habe, schnapp mir die beiden schönen Seiten und ziehe. Und schon habe ich eine Schleife, wo eben immer die schöne Seite nach außen liegt. Das könnt ihr euch hier jetzt noch ein bisschen nach unten ziehen und halt noch ein bisschen hinzuppeln, so dass eben das Gummiband gut verdeckt ist. Und auch hinten noch mal ein bisschen das Bändchen nach unten ziehen, so dass man eben das Gummiband nicht mehr sieht.
Ja, und wenn ihr dann alles so zurechtgefuselt habt, wie es euch gefällt, dann schneidet ihr euch das Band ab, wenn ihr es noch nicht abgeschnitten habt. Und fertig ist euer Teddy. Was ihr jetzt noch machen könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt jetzt noch Wackelaugen hier draufkleben, um dem Teddy noch ein bisschen mehr Gesicht zu verleihen. Aber ich finde es auch so schon süß. Ja, und wenn ihr jetzt, was weiß ich, von DM zum Beispiel, eine kleine süße Seife noch dazu packt, dann habt ihr schon ein süßes kleines Geschenk. Ihr seht, bei mir ist hier das eine Bein ein bisschen dicker als das andere. Das heißt, ich habe hier ein bisschen mehr eingerollt als auf der anderen. Achtet also darauf, dass ihr beim Aufrollen am Anfang ja, das ungefähr gleich macht, dass ihr wirklich nur bis zur Mitte rollt und nicht weiter, weil sonst habt ihr das wie ich hier mit diesen ungleichen Beinen. Ja. Es war jetzt nur zum Vorführen, damit ihr einmal seht, wie es funktioniert. Und wie gesagt, es ist wirklich so ein Last-Minute-Geschenk. Wenn man wirklich keine andere Idee mehr hat und man jetzt einfach nur eine Kleinigkeit mitbringen möchte, ein kleiner süßer Teddy und dazu eine kleine Seife und fertig ist das Ganze. Oder wenn ihr vielleicht vorher euch ein paar Badebomben oder so selbst gemacht habt und euch da ein bisschen mehr Mühe gegeben habt. Und dann noch eine Kleinigkeit dazu haben wollt, ist das eben auch noch eine schöne kleine Zugabe. Okay, ihr Süßen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Quick-Tipp gefallen und sag Tschüss, bis morgen. Ja.